Wir gehen jetzt mal rein in Reaktions-Hugo. Der Reagation-Hugo. Dann hebe ich ab zum Erdkern. Erdkern Airlines macht sich auf den Weg. Das erinnert mich an, wer kennt noch Karlsson vom Dachchat? Ich bereit zum Starten, Freunde. Moin. Allein war die Nasefarbe wie sein. Moin und rein da. Abfahrt. Karlsson vom Dach. Welchen Streamer guckt ihr am liebsten? Ja, momentan halt Montana Black. Bei dir? Ich guck gerne Orange Morange. Welches Stream? Ja, okay. Na, ich hab nur gelacht, weil ich hier gerade. Der Philipp hat gerade einen Witz gemacht, ne, Philipp? Ja, hab ich. Männer. Nee. Wie heißt du denn? Kunchi Kitty. Nee, jetzt nicht auf OnlyFans, auf Twitch. Auf Twitch heiße ich Fick dich ins Knie 123. Das war hart. Okay. Mark. Das war sehr hart. Kurz mal die Ehre entwendet, Diggi. Kann es halt auch sein, dass die Einheit vollkommen. Das ist voll das. Wie nennt man das? Ein zweiblättriges Schwertblatt. Digga, genau. Schwertblatt, ein, ja. Ein zweiseitiges Schwert. Zweischneidriges Schwert? Oder was? Versucht er da. Zweischneidiges Schwert. Oder zweischneidige Klinge. Zweiseitiges Schwert. So. Stark, Digga. Revi, stark. Wie viel schwul passen auf einem Barocker, wenn du ihn umdrehst? Was ist das für ein Spiel? Oh nein! 700? Den hab ich gar nicht gefeilt! Nein! Nein! Ich hol doch den Müll raus. Den Restmüll, weil der ist voll. Und da ist nur Zeug von dir drin. So Bananenschalen, irgendwas ekliges, so sieht aus wie, also ein bisschen Kiwi. Das ist Kiwi. Ja, die Kiwi-Schale. So irgendwas anderes auch, du bringst doch noch den Müll raus. Ach, die wohnen zusammen auch. Er wohnt zusammen mit ihr. Doch. Bei dir geht's auch immer schnell, meinte sie. Ach so, ja, weil ich auch länger nicht möchte mit ihr. Nee, weil er länger nicht kann. So, Small. Was machst du mich dumm an, Alter? Ich renne einfach rein hier. Sauber hier. Rein da. Ja, das verlieren. Ich gebe live rein. Ja. Sterrt ja. Bitte, Jungs, sterrt einfach. Bitte. Ja. 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 Null. Ist mir scheißegal, ja. Die Minuspunkte. Ist mir scheißegal. Ich hab nichts verstanden, was ist da passiert. Oder es ist einfach nichts passiert und er hat einfach nur gelacht. Sag einfach, ich hau's raus, der hübscheste Streamer, Digga, ist Train. Den schau ich am meisten. Den würde ich einblasen. So, jetzt ist raus. Wer ist Train? Und XQC, weil er lange Haare hat. Fitnessstudio, meiner Meinung nach. Trainieren dann nur hier irgendwie, ja, zwei, drei Körperpartien und keine Füße. Keine Füße, ja, Füße wahrscheinlich. Digga, das muss ich jetzt, nee, das müssen wir jetzt klarstellen. Sieht man nicht, oder was, du kleiner Lauch? Sieht man schon, Digga. Irgendwann passiert was. Und jetzt will ich... Oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres. Digga, nichts Schlimmeres als Frauen, die vor der Kamera immer so machen. Du Spanz! Warum stellst du dich dann vor die Kamera? Welche Zeichen? Wie, Alter? Hat das eine Bedeutung? Wir sind noch gar nicht zusammen. Hallo? Natürlich. Was heißt das denn, wenn man so ein Foto macht? Auf den Gesicht nicht zeigen. Okay. Entschuldigung. Das ist doch Gamescom. Er will ein Foto mit mir machen. Er wusste nicht mal, wer ich bin.
Bin ich auf mich angewiesen, um zu essen, oder muss ich es vorkauen? FDOGs, was ist das hier? DOGs! 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 Hat er irgendwas gegeben? Das ist doch nicht echt. So hab ich geguckt. Zur Info, die junge Dame hatte eine Geschlechtsumwandlung. Wow, humble beginnings for sure. You look like identical. I see you definitely resonate. Yeah. Oh Mann, ich verstehe nichts. Oh Mann, I have definitely a lot to say. In the other side, I have a lot of weddings of a row. Digga, was redet ihr da? I see you definitely resonate. Yeah. Thought I had like. Gabi, komm runter. Sorry, da kann ich nicht. Ey, es macht so Spaß, schöne Story-Games zu spielen. Das ist wie ein geiler Frauenarsch. Ich schaue es einfach gerne an. Und ich krieg nie genug davon. Ich schaue hin und es gefällt meinen Augen. Die Grütze, Digga. Ich komm nicht mehr klar. Die schreien einfach irgendwas ins Mikrofon und sind die oberkrassesten, heftigsten der Galaxie. Digga, was? Du kennst Juice WRLD nicht? Nein, keine Ahnung. Oh mein Gott, Digga. Woher denn? Mein Gott, die Arme. Also das ist bodenlos, Digga. Das ist Wallabiler, das ist bodenlos. Hä? Da, wo ich herkomme. Aber hat er das gesagt dazu? Woher denn? Mein Gott, die Arme. Also das ist bodenlos, Digga. Das ist Wallabiler, das ist bodenlos. Da, wo ich herkomme. Bruder, du hättest meine Mutter von A bis Z beleidigen können. Du hättest sagen können, dass sie gestern mit dem gesamten TSV Buxtehude Fußballverein in der Dusche jedem einen geblasen hat. Und danach noch von allen das Arschloch geleckt hat. Verstehst du? Du hättest mir das ins Gesicht sagen können. Ich wäre nicht so sauer gewesen, wenn du mir meine Cap weghaust. Cap weghauen war... Ich verstehe zu 100%. Cap weghauen ist wirklich dieses komplett entehren. Bin ich 100% seiner Meinung. Aber jetzt nicht mit dem anderen. Wenn du so Cap wegmachst, das ist so übelst so... Du bist niemand für mich. Du bist nichts für mich. So, zack. Das ist wirklich... Aber wie kam er auf dieses Thema? Wegen diesem Gamescom-Ding? Wenn du hier mit jemandem redest und er geht weg... Das ist respektlos. Aber Cappy weghauen ist wirklich komplette Entehrung. Maximaler Disrespekt. Cap weghauen ist maximaler Disrespekt. Als Cap-Träger, Bruder, wenn jemand die Cap weghaut, ist maximaler Disrespekt. Weil 3 bedeutet was? Nee, meine Hausnummer war früher 3 und ich war mal mit einem Türken zusammen. Meine erste große Liebe. Und immer wenn sein Papa ihn abgeholt hat, hat er immer gesagt, XYZ, Ütsch. Die Türken haben es drauf, oder? Hm? Die Türken haben es drauf, oder? Türken machen das Unmögliche immer möglich! Ich meine, sie hat mich geschlagen. Komm. Komm! Entschuldigung. Och, Kaino, Mann, was soll denn das jetzt? Hast du das gehört? Ja, ich hab das gehört, ey. Das ist ja wohl eine Frechheit, ja, Alter. Mensch, Kaino, also wirklich Kaino. Übrigens, bei Abu vs. Rohat haben wir auch gedribbelt, Chat. Wir haben auch Hochhalten gemacht. Das war eine Disziplin. Was denkt ihr, wer gewonnen hat? Und ihr wisst, ich habe 2 verschiedene Füße. Das ist doch normal. Ich meine, 2 linke Füße. Wie könnt ihr sagen, ich habe 2 linke Füße? Wir haben auch übrigens Elfmeterschießt gemacht. Eine in Tor, der andere schießt, dann andere Tor, wieder schießt auf. Bam, direkt in Tor. Und dann schrei nicht. Okay, sorry. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, keine Ahnung, also... Ja, genau! Warum ist er so scheiße? Beim Fußballfeld? Bei Abu vs. Rohat hat er tak, 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 wie ein Profi gemacht. Ja, wir haben gute Chancen. Oh,